In Windows ist deine Taskleiste weg. Du weißt nicht, was du tun sollst? Lösungen in diesem Video. Hallo, Adam hier von Wattasche Recover It, dem Programm für die Datenwiederherstellung und die Sicherung dieser. Und in dieser Folge geht es um die Taskleiste. Manchmal ist sie weg und wir wissen nicht warum. In Windows passieren manchmal ganz eigenartige Sachen, aber ich habe 5 Möglichkeiten, 5 Lösungsansätze für dich, dass du die Taskleiste wieder zurückbekommst. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist natürlich, die Taskleiste wieder einblenden zu lassen, denn manchmal ist sie weg und das ist nur eine kleine Einstellung, die verändert wurde. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Du kannst ruhig mal auf deinem Desktop so ein bisschen nach oben, nach links, nach rechts oder nach unten gehen, denn manchmal wurde nicht nur die Taskleiste so verstellt, dass sie ausgeblendet ist, also wenn du an den Rand gehst, kommt sie wieder zurück, sondern auch die Ausrichtung wurde verändert. Viele wissen gar nicht, man kann die Taskleiste nach links setzen, nach rechts setzen, nach oben setzen und da kann sie sich auch versteckt halten. Also, los geht's. Wie kriegst du deine Taskleiste wieder zurück, wenn du sie aus Versehen ausgeblendet hast oder es jemand für dich gemacht hat? Also, hast du die ausgeblendete Taskleiste lokalisieren können, indem du einfach an den Rand fährst, dann kannst du mit der rechten Maustaste auf die freie Taskleistenfläche klicken. Hier wählst du aus Taskleisteneinstellungen. In den Taskleisteneinstellungen kommst du auch, wenn du Windows und die X-Taste drückst, dann Einstellung wählst, dann tippst du ein ins Suchfeld Task, das reicht schon, und das Ergebnis Taskleisteneinstellung wählst du dann aus. Hier scrolle runter und klicke auf Verhalten der Taskleiste. Wahrscheinlich ist hier nun Taskleiste automatisch ausblenden aktiviert. Entferne das Häkchen mit einem Klick darauf. Nun müsste die Taskleiste wieder eingeblendet sein und du kannst wieder wie gewohnt arbeiten. Das war jetzt die einfache Möglichkeit, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar gehen wir jetzt in die Eingabeaufforderung und da tippen wir einen Text ein. Ansonsten kannst du hier noch in der Beschreibung den Text, diese Textzeile aussuchen, auswählen und reinkopieren in die Eingabeaufforderung. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir gleich. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir die Apps in Windows nochmal neu registrieren. Kopiere den Text aus der Beschreibung oder suche nach Re-Register Microsoft Store Apps bei Google. Nun kopiere den Textbaustein. Nun öffne die Eingabeaufforderung mit Drücken der Windows- und der X-Taste gleichzeitig und klicke auf Eingabeaufforderung Admin oder Terminal Administrator. Füge den Text ein mit STRG und V. Manchmal geht es auch einfach über die rechte Maustaste. Dann drücke Enter. Nun sollte nach einem Neustart die Taskleiste wieder verfügbar sein. Die nächste Lösung befasst sich mit der Korrektur des Iris Service bzw. MS Teams Update, was durchgeführt wurde und plötzlich Probleme auch unter anderem sich auf die Taskleiste auswirken. Was du jetzt machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Kopiere den dazugehörigen Text aus der Beschreibung. Nun öffne die Eingabeaufforderung mit Drücken der Windows- und der X-Taste und klicke auf Eingabeaufforderung Admin oder Terminal Administrator. Füge den Text wieder ein mit STRG V oder mit der rechten Maustaste, drücke Enter und dann am besten nochmal einen Neustart durchführen und schauen, ob die Taskleiste jetzt da ist. Manchmal sind Systemdateien betroffen und da hilft auch wieder nur die Eingabeaufforderung und SFC, wie du damit deine Dateien wieder ordentlich bekommst und deine Taskleiste wieder zurück, das zeige ich dir jetzt. Drücke die Windows- und die X-Taste, dann starte die Eingabeaufforderung als Administrator. Nun tippe ein SFC-ScanNow. Nun sucht das Programm nach beschädigten Dateien und ersetzt diese. Sobald das Programm fertig ist, wieder einen Neustart durchführen und schauen, ob die Taskleiste jetzt da ist. Die nächste Lösung wäre eine Systemwiederherstellung. Ja, das hört sich vielleicht groß an, ist es aber nicht. Windows speichert immer wieder Versionen von Windows ab, so kleine Konfigurationssequenzen. Ja, also sobald du
ein Programm installiert hast oder es ein Update gegeben hat, wird meistens ein Abbild gemacht und dann erst das Update installiert, sodass du, wenn da irgendwas nicht funktioniert, nicht richtig läuft, wieder zurückgehen kannst an diesen Punkt und eine funktionierende Windows-Version hast. Und genau das werden wir uns zunutze machen, damit die Taskleiste wieder sichtbar ist. Um zu dem Windows-Programm zu gelangen, kannst du die Suche nutzen, die Windows-interne. Tippe Wiederherstellung ein, wähle das Programm aus, nun auf Systemwiederherstellung öffnen klicken, wähle den Wiederherstellungspunkt, den du haben willst. Unten siehst du noch ein Kästchen. Wenn du dieses auswählst, hast du noch mehr Wiederherstellungspunkte zur Auswahl, falls du das brauchst. Weiter und dann Fertigstellen anklicken. Jetzt die Wiederherstellung durchführen. Das Ganze geht etwa 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie schnell dein Rechner ist und so weiter. Und danach gibt es einen Neustart oder du startest es persönlich nochmal neu und dann müsste die Taskleiste wieder da sein. Wenn das nicht der Fall ist, müsstest du noch einen Wiederherstellungspunkt nehmen, der vorne bzw. noch weiter hinten dran in der Zeit liegt. Sollten dir Daten abhanden gekommen sein, dann gibt es noch Wondershare Recover It, das Programm für die Datenwiederherstellung. Von über 1000 verschiedenen Dateitypen spreche ich hier und von über 2000 verschiedenen Datenträgern kann dieses Programm Dateien wiederherstellen. Nicht nur das, Videoreparaturen sind drin, Systemreparaturen kannst du damit durchführen und. Schau es dir an, es gibt eine Testversion, du kannst unten in der Beschreibung da draufklicken und dir eine Testversion runterladen, das einfach mal ausprobieren. Also wie das Ganze aber funktioniert, wie simpel das Ganze ist, das zeige ich dir jetzt. Installiere und starte Recover It. Wähle das Laufwerk aus, auf dem die Daten fehlen, dann klicke auf Scan. Es dauert eine Weile, bis der Scan durch ist. Ist Recover It mit dem Scan fertig, dann kannst du nach den Daten schauen, die wiederhergestellt werden sollen. Du markierst diese und klickst auf Wiederherstellen. Ja, jetzt fehlen nur noch drei Sachen. Einmal Daumen hoch, das Abo, die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüss.